Willkommen zurück zu meinem Frommelachs! Ja, das war schon fast... Egal, wir machen ja sowieso nur den einen Handwave. Ach ja, Rappi ist auch wieder dabei, hätte ich fast vergessen. Den einen... Moment mal. Hab ich das gerade richtig gesehen? Nein, weil ich, keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Mach nur mal weiter, Schaltfläche, mach nur mal weiter. Mach nur mal weiter. Noch weiter? Ja. Noch weiter? Da du wolltest Zuschauer begrüßen. Ja, warte, aber... Ich dachte, ich hätte was gesehen, was unlogisch ist. Ja, Umarmungen. Eine. Wieso? Happy. Wir haben uns doch tausende Male umarmt. In der letzten Session, als wir da unten waren, in Transportschächten. Und wann haben wir bekommen? Transportschächte oder schon früher beim Flutlichtoberflächen? Egal. Weiß ich nicht. Wir wollen jetzt zu den Gehlen. Umarmungen im Haupt. Gezählt. Warte mal. Ja, yeah, lass ich knuddeln. Umarm 2. Ja, ja. Nur im Hohen. Oder das wird jedes Mal resettet aus irgendwelchen Gründen. Warum auch immer. Ich glaube, die werden nur im Hub Nee, ganzen Schritte und durch Schritte und Portale wird auch gezählt. Flatsch. Okay, ich dauere dein Portal nicht. Ah. Okay. Natürlich der Nebensprung. Ich fang mich auf! Autsch. Du bist eher gegen die Tür geflogen. Ja, weil du im Weg standest. Egal, jetzt wird spaßig! Beam mich ab, Scotty! Wie, wobei, erst jetzt? Wir werden runterfallen lassen. Tun wir fast gegen... was ange... Hange? Nein, gegen was etwas geknallt. Ja. Mal runterfallen. Zum Glück nehmen wir keinen Fallschaden. Die letzte Stufe ist eine Übung zum Erreichen der Menschenkammer. Was ist die letzte? Der Test hat also sogar einen Sinn. Ohne menschliche Testsubjekte ist das alles rein wissenschaftlich betrachtet völlig sinnlos. Ach wirklich? Okay. Acht Stück. Ja, hüpfen. Hüpfen wir halt. Okay, da oben ist schon mal ein Gelauslass. Flatsch. Ich kann kein Portal setzen. Damit senke ich schon mal die Plattform. Achso, dafür. Okay. Ja. Hab ich mal gesehen, dass du hinter mir herumgehüpft bist. Ist das Gel nicht wunderschön? Ja, Chicken, du hast recht, das ist nicht wunderschön. Gut, dann hüpfen wir mal. Damit kann ich sogar auf dich draufspringen. Und unseren Gag vor der Aufnahme zu wiederholen mit dem Bremer Stadtmusikanten, ne? Na toll. Den ihr alle nicht mitbekommen habt. Gott sei Dank. Aus auf. Naja. Weil wir bescheuert sind. Ihr habt den Test bestanden. Ihr seid wirklich das beste Team, das ich mir nur wünschen kann. Oh. Ja. Yeah. Suchst du Ärger? Suchst du Streit? Nein, ich suche Freude. Ja, Freude. Oh, Freude! Frieden, Feuer, ja. Eierkuchen. Menschliche Eigenschaften auszuprägen, die von der schlimmsten Sorte. Quatsch. Sorte? Ich dachte, er ist ja Furzen und so. Ja, was diesmal nicht die auseinandersetzen? Nö, anscheinend werden wir ja jetzt jedes Mal so tief fallen, bis wir beim Erdkern landen. Was, wir werden mit Respekt behandelt? Ist ja widerlich. Wundert ihr euch? Sieht so aus, als hätten die letzten Nicht-Testsubjekte andere Menschen hier heimlich gefangen gehalten. Hä? Ich glaube, sie wollten sie bestrafen, indem sie sie nicht mehr zu meinen Tests ließen. Darum konnten Menschen die Strecken nicht bewältigen, weil sie Freunde wie Feinde behandeln. Ja, warum wohl? Okay. Oh Mensch, ich habe gerade einen Eistee getrunken.
mal davon abgesehen, dass GLaDOS hinterher alle sowieso eh tötet. Ja. Die Kuchen. Wofür ist eigentlich die Achso, Gele. Wir haben das Gel. Mach Chicken schon alles vor mir, wo ich einen kurz trinken musste. Da gibt's eine Plattform. Ja, es kann mich nichts erreichen. Wahrscheinlich müssen wir da unten blaues Gel hinkriegen, damit wir darüber hüpfen können. Ja. Sieht so aus. Ein toter Winkel hier. Toter Winkel! Er ist tot! Ach, da oben ist eine weiße Wand. Tot. Klappt ja schon fast gut. Fast. Wobei, ich muss einfach hier unten machen. Ach nee, das ist falsch. Muss schon da unten noch Gel machen. Ja, Gel machen, weil so hier selbst erstellen. Wie kommen wir überhaupt dran? Ich bräuchte hier blaues Gel, um höher zu springen. Das wäre geil. Hier ist diese Bewegungs. Ja, das geht natürlich auch. Ich hab vergessen, was heißt. Da fragst du mich jetzt was. Der Lichttunnel. Transportschacht oder so. Ja. Was macht denn die Plattform hoch? Das ist nichts zum Schießen. Oder vielleicht. Das bringt nichts. Aber nichts. Noch weniger. Juhu, es bringt nichts. Okay, jetzt mal logisch denken. Was ist Logik? Ach Gott, wir sind sowas von verloren. Du kannst ja, wo du gerade bist, da ein Portal machen. Das erreichst du ja. Vielleicht, dass wir da Gel durchschießen? Hast du was gebraucht? Ja. Noch mehr Gel, please. Okay, es gibt so viel Gel, wie es geht. Ja, spritz mich mit deinem Gel. Ja, Moment, das ist das Blaue, nicht was? Das Weiße. Moment, was ist das? Checken, nein. Kinder, die hier zusehen könnten. Denk doch an die Kinder. Die dürfen nicht zugucken. Okay. Ist alles vollgeschmiert? Ja. So, das hätten wir schon mal. Das schaffen wir niemals. Hier ist da unten. Da müsste eigentlich auch noch hin, irgendwie. Da ist eine weiße Wand. Ja, aber wie kriegen wir das Gel dorthin? Versuch mal mit dem Transportschachtlicht-Ding. Na, bringt eigentlich nichts hier. Überlegen, vielleicht gibt es noch andere Wege. Ist dort noch eine Wand? Nö. Oh Gott, so ein Ausblick. Ah, ich weiß schon. Brauchen wir den Tunnel nach oben? Führt, und dann müssen wir, wenn das Gel runterfällt, dann hier Portal platzieren. Hm? Der Portal, mit dem der Tunnel hier durchgeschickt wird, muss dann hier platziert werden. Wo ist hier? Mach mal einen Ping. Mal hier. Da kommt das Lichtstrahl raus. Ja? Durch wird das Gel dann. Du kannst pingen, ne? Also gefangen. Ja. So, hier kommt der Tunnel, wo das Gel gefangen wird. Und dann platzierst du diesen Portal, wo der Tunnel eingefangen wird, dann hier.
Der ganze Gel von hier runterfallen und hier rauskommen. Ah, okay, ja, ich verstehe, was du meinst, Was machst du da? Soll ich dir helfen? Die Lampe hat dir gerade das Leben gerettet, ne? Steve Gold Flashbacks. Ja, ich auch schon gedacht. Oh nein, Steve Gold, du verschwindest. Steve Gold! Steve Gold! So. Dann spritz mal wieder. Gerne doch. So, jetzt musst du das Gel fangen nehmen. Und Flatsch! Yay, noch mehr. Ich glaube, ich war gerade ziemlich dumm, weil einer von uns muss auf der Plattform stehen, ja. Okay. Aber es reicht schon mal. Jetzt verschwendet ihr meine Zeit. Nö, das sind Experimente. Wieso macht du Spaß, Zeit zu verschwenden? Das ganze Leben besteht doch daraus. Echt mal. Ja. Flatschu. Ich war zu weit vorne beim Springen. Wir sind okay. So nah dran. Und was macht ihr? Uns töten. Gibt's eigentlich einen Kill-Counter? Ich habe noch keinen gesehen. Okay, mit Anlauf. Na, sieht schon mal gut aus. Gut. Und hier habe ich eine Fläche für wahrscheinlich Tele-Dings. Okay, ich spring rüber. Leap of Faith! Leap of Faith! Aufs blaue Zeug! Ich werde sowas von sterben. Blaue, ich wollte das Graue. Aber was hüpft nicht? Bleib im Strahl, davon ist Treppe gedöns. Das Sicherheitsgelände. Treppe gedöns, ja, so heißt das. Das Sicherheitsgelände. So sicher würde ich. Ich würde das nicht als sicher bezeichnen, guck mal! Voll zerbrochen! Sicherheit wird hier nicht groß geschrieben. Ich habe in Vorbereitung der Menschentests einen alten Kummerkasten konsultiert. Kummerkasten? Ihr beliebtester Wunsch, weniger tödliche Tests. Oh, ist doch schnell. Lächerlich. Wie können Sie wissen, dass die Tests tödlich sind, wenn Sie das noch schreiben können? Echt mal? Faszinierend. Verdammte Menschen! Nee. Können Sie wagen, noch am Leben zu sein? Um die Kammer zu erreichen, müsst ihr euch ganz schön anstrengen. Zu eurer Unterstützung habe ich die Tests extrem schwierig gestaltet. Das ist gut. Ach, hey. Tödlich, doch wir wissen, dass dank eurer wunderbaren Remontagefähigkeit nichts tödlich ist. Okay. Glaubst du? Wir haben schon wieder Lichtbrücken. Ja. Chicken? Erst auf die Brücke raufhüpfen. Okay, wo müssen wir? Wo ist das Gel? Dort. Wieso ist das Gel dort? Ah ne, ich muss weiter. Sie? Warum? Ist das denn über Brücken verteilen oder was? Ja. Okay. Das ist wenigstens da oben. Exit. Der Ausgang. Das war zu einfach. Hier kann irgendwas nicht stimmen. Mal schauen. It's a trap! Ich glaube klar, dass wir uns verarschen. Sieht aus. Na gut, das wäre die erste Testkammer. It's just a prank! Ja. Ja. Hm. Ja, wir bräuchten Gel. Was da oben runter tropft. Damit wir hier hochspringen können. Ach so.
Ich sehe schon mal. Knopf. Ja, ich muss durchgehen. Sonst verschwinden deine Portale. Wovor haben wir? Komm. Komm ich durch. Ah, hier ist blaues Zeug. Landet. Ach, dein. So. Blaues Zeug muss dann hier hin. Also bei mir rausgehen. Moment mal. Obwohl, kannst du nochmal das Gel aktivieren? Ja, kann ich. Das Gel. Das Gel. Flatsch. Welches uns? Ich sehe mich selbst. Oh nein. Sie ist oben, ja. Okay, jetzt muss das Gel da oben. So, wieder Gel aktivieren? Gerne doch. Du bist der Gelmeister. Ja. Ja. Ich habe zwar keine Kontrolle über die Welt außerhalb der Teststrecken, doch die Remontageeinheit kann auch dort helfen. Erforderlich wird sie für euch da sein. Ja. Cool. Nun, dass wir in sicheren Händen sind. Die können dazu führen, dass ich euch endgültig demontiere. Was? Ich stand doch vor dir. Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Weil du ganz so hüpfst. Haha. Ah, ich habe auch keine Umarmung bekommen am Anfang. Keine Umarmung für Chicken. Ah. Chicken ist dafür so dass eure Tests nicht wirklich unverschämt sind, hat euch hoffentlich nicht traurig gemacht. Doch! Nö. Nicht bereits diese Einsicht selbst eine Art von Test? So, wir haben schon den, schon die Hälfte. Zum Abschluss des Tests. Oh, riechst du den Sack? Sarkastisch. Sollen wir den Moment hüpfen, mal. Schwimmen und Lichtbrücken. So Lichtbrücke? Ich in Wiesen kann man vermutlich. Ich hab da oben Dings gesehen. Wie es aussieht. Aber wahrscheinlich erst später. Ja. Das. Ja, okay. Jedenfalls sieht's da oben da noch aus. Als würde man das brauchen halt. Das sieht sehr maßen danach aus hier.